Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich sitze hier heute mit dem Valentino Sir Lavin. Richtig? Genau. Perfekt, richtig ausgesprochen. Unser Kunde, ja, du bist normalerweise lebst du in Amerika, wo genau? Denver, Colorado. In Denver, aber heute live hier aus Koblenz. Du bist nämlich gerade eine Europa-Tour machen, ne? Wieder genau. Mal zur Abwechslung. Und ja, hast das auch nach Koblenz geschafft. Du bist ja schon seit einer Weile Kunde bei uns. Wie lange bist du schon bei uns? Juni letzten Jahres, glaube ich. Seit Juni letztes Jahr. Ja. Da warst du ja auch schon hier in Koblenz einmal. Da waren wir auch immer zusammen unterwegs, Shisha rauchen und so. Ja, und jetzt bist du heute wieder hier bei uns im neuen Office. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du es geschafft hast. Mhm. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du überhaupt? Was ist dein Angebot? Ja, also ich bin der Valentino und wir helfen Unternehmern und Selbstständigen, vor allem Coaches und Consultants, einfach aufs nächste Level zu kommen mit ihrem Business. Da ist dann auch viel Mindset dabei, aber manchmal auch gewisse strategische Sachen, natürlich je nachdem, was das Problem ist. Mhm. Also so eine Art, du bringst so Business Performance. Genau. Ist so dein Topic. Ja? Mhm. Unter anderem machst du ja auch bei uns im Training mittlerweile den Business Performance Live Call für unsere Excellence-Teilnehmer, genau. Ja, wo du dann quasi so auch Blockaden auflöst, die jetzt zum Beispiel jemand hat gerade, interne Art oder vielleicht auch strategische Art, um dann eben, also wenn sie eine Strategie nicht umsetzen, weil sie irgendwas blockiert, dann löst du das Ganze auf und unterstützt sie. Oder sich denken, dass sie es irgendwie anders machen sollten, wie ihr es dann sagt und es dann irgendwie nicht klappt. Dann genau, richtig. Die halt wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Genau. So war es aber nicht immer, nämlich du bist zu uns gekommen letztes Jahr im Juni, was war so deine Ausgangssituation damals? Also die Ausgangssituation war, dass wir so einen Switch machen wollten von einer vorherigen Positionierung auf etwas Neues. Und ich habe ja seit 2017 eigentlich schon Unternehmern und auch vor allem Leuten, die halt so investieren etc., da muss man auch das richtige Mindset haben und nicht unter Druck irgendwie brechen, wenn jetzt irgendwie der Markt halt irgendwas macht, was man nicht möchte. Und die hatten wir seit 2017. Und dann das wurde einfach, die Nachfrage wurde da größer und größer. Und dann am Anfang habe ich gedacht, ihr werdet einfach die richtigen Leute, um im deutschsprachigen Raum so Werbung zu schalten. Weil ich wusste, ich kannte euch eigentlich gar nicht. Ja, das war auch mal so meine Frage, weil du lebst ja in Amerika. Genau. Und wir sind ja, sag ich mal, nur im deutschsprachigen Raum aktiv. Du selbst bist ja Schweizer. Genau. Deswegen sprichst du ja logischerweise auch unsere Sprache. Aber du kanntest uns also nicht, als du in Amerika warst. Nö, überhaupt nicht. Und wie bist du dann auf uns gekommen? Über Martha, also die Frau von Andreas. Ich habe sie mal gefragt, weil sie mal irgendwie was mit jemand anderen gesagt hat, von wegen, die könnten euch helfen, um Sachen zu skalieren etc. Mhm. Und dann habe ich das einfach nochmal hochgeholt und dann hat sie uns verbunden über WhatsApp. Und dann hast du irgendwann mal erwähnt und dann ist es dir eingefallen. Genau. Und dann hast du sie nochmal quasi gefragt, wer war das? Ja, genau, wer war das überhaupt? Und dann warst du auf unserer Seite und dann? Was war so dein Ersteindruck? Ja, also dann habe ich... Warum lachst du denn jetzt so? Ja, weil ich, also am Anfang, also es war sehr interessant. Ich habe dann Leute gefragt, hey, kennt ihr die überhaupt? So im deutschsprachigen Namen, habe ja Kumpel hier. Und dann waren so, zu der Zeit kamen halt so zwei, sage ich mal, Meinungen hoch. Einige Leute haben so gesagt, ja, mit denen nicht so. Und ich so, aber wieso? Und ich so, ja, so persönlich passt mir das so nicht mit denen. Aber alle die Leute waren nicht erfolgreich, also finanziell gesehen, sage ich mal. Mhm. Und dann gab es eine andere Gruppe von Leuten, die auch gesagt haben, ja, es ist schon nicht einfach und man kriegt auch gesagt, was halt Sache ist, egal ob man es hören möchte oder nicht. Aber das waren Kunden und die waren auch erfolgreich. Und die haben auch gesagt, also das lohnt sich aber. Ja. Und dann gab es halt eine Person, die ich halt schon vorher kannte, die auch mit euch gearbeitet hat, sehr erfolgreich war. Und ich habe mir auch gesagt, okay, scheiß drauf, Max. Achso, Max. Genau. Okay. Und da habe ich gesagt, scheißegal, Resultate sind wichtiger und dann klappt das schon. Und dann bist du auf uns zugekommen, oder? Ja, dann haben wir geschrieben. Ich habe dir eine lange Voice geschickt, die du dir nicht angehört hast. Und dann einfach ins Quali-Gespräch. Ich weiß es gar nicht, ich habe das schon wieder vergessen. Was war da? Wir haben einfach auf WhatsApp geschrieben. Du hast mir über WhatsApp geschrieben, okay. Und ich so, und ich wusste, ich kannte halt das System überhaupt nicht. Okay. Und ich so, ja, also das ist so meine Situation, bla bla bla, können wir da mal besprechen, wenn du möchtest. Du hast eine Voice angeschickt, so. Du hast eine lange Voice. Ja, voll. Ja, aber dann hatte ich das... 7 Minuten 3 Voice.
Ja, ist auch unmenschlich, oder? Also schreibt mal in die Kommentare, ob das menschlich ist, einfach eine 7-Minuten-Voice zu schicken. Ja, also da, ich habe dir auch die ganze Situation nicht erklärt. Du hättest ja siebenmal eine 1-Minütige senden können. Das ja, stimmt auch. Aber ich habe die ganze Situation erklärt. Ich habe die Voice nicht abgehört und habe dir einfach... Ja, wir können dir safe helfen, habe ich geschrieben. konntest du dir die Voice anhören? Nein. Okay, und dann? Und dann war ich im Quali-Gespräch und und dann mit Armin geredet und dann hat er mir gesagt, ja, er macht mehr als jetzt nur irgendwie Facebook-Ads schalten und so. Und dann hat er mir so ein bisschen die Welt erklärt, so wie das Coaching, wo das jetzt ist, so die Coaching-Industrie. Mhm. Weil ich war immer so im Gedanken, ja, um zu skalieren, müssen wir wahrscheinlich irgend so ein Online-Produkt wieder machen oder so. Also was auf diesem Infoprodukt-Trichter quasi, ne? Ja, genau, weil das war so die Welt, von der ich kam, um halt zu skalieren. Ich habe davor haben wir immer sehr aufwendige so In-Person-Seminare gemacht, die auch schon hochpreisig waren. Aber ich konnte nicht sehen. Nicht online, oder? Nicht online, nee. Du hast nie online gearbeitet? Einfach mit privat, also One-on-One-Klienten, aber jetzt nicht irgendwie im großen Stil. Und ja, und dann, ich dachte einfach nicht, dass man etwas Hochpreisiges skalieren kann. Ich dachte, man kann nur so 400-500 Dollar Produkte. Okay, also dann hast du das Training gebucht, war auch aus Exzellenz, glaube ich, ne? Ja. Direkt und dann? Ja, und dann hat Andreas mir gesagt, es sei nicht klug, um es mal ganz schön zu sagen, irgendwelche Online-Produkte hier zu machen, dass es nichts bringt und wegen dem und wegen dem. Und es war logisch einfach, macht es Sinn. Und ich so, scheiße, der hat fucking recht. Mhm. Ja, okay, dann müssen wir es anders machen. Mhm. Ja. Und dann hat er gezeigt, was ich da auch schon eins zu eins dann gemacht habe, etc., wie man das dann am größten Stil machen kann, dass es mehr Sinn macht, mit Leuten zum Beispiel 6 oder 12 Monate kontinuierlich zu arbeiten, als nur irgendwie 3 Tage Seminare zu machen. Ja, oder das 10 ist immer Tage so, man Seminare hat ja dann 3 Tage so. Arbeitet man dann, also ein bisschen so Chaka-Chaka. Mäßig im Sinne von, ich bin jetzt pumped und will das jetzt umsetzen und dann geht's wieder, flacht die Motivation ab. Ne? Und dann, ja, und dann habe ich gedacht, ja, dann müssen wir einfach mehr Seminare machen, oder? Muss halt jeden Monat 3 Tage kommen. Ja, okay. Aber dann habe ich halt auch erfahren, also in eurem Coaching, wie das halt ist, wenn man eine Frage hat, dass man das ins WhatsApp reinschicken kann, dass man wöchentlich mehrere Calls hat, wo man einfach reingehen kann. Und dadurch, dass du so quasi unser Training gesehen hast, wie so geht. Alter, das geht, das funktioniert. Mir wird ja geholfen, also das Modell von dem macht echt Sinn. Nice, okay. Und dann, was waren so deine Resultate? Ja, und dann, also davor waren wir auch schon in gewissen Monaten 6-stellig. Du bist ja nur im englischsprachigen Raum auch unterwegs, ne? Ja. Okay. Auch wichtige Info vielleicht für Leute, die hier zuschauen, hauptsächlich. Ne? Also du nimmst auch deutsche Kunden an, aber hauptsächlich englischsprachig. Ja, jetzt kommen auch mehr, so sage ich mal, deutsche Anfragen, aber ich mache alles hauptsächlich auf Englisch, immer noch. Und ja, also letzter Monat waren eben 132.000 USD. Echt? Sind so 113. Ich habe es in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, aber egal, whatever. Falk war so, ja, geil. Nice, ich war schon gar nicht gewusst. Geil, freut mich. Also, und Euro ist so 113. Hast du eine Award beantragt? Jasmin hat mich gefragt und ich so, muss ich das? Also ich wusste gar nicht, dass ich da irgendwie offiziell beantragen muss oder so. Ja, du musst beantragen. Deswegen habe ich es nicht mitbekommen, siehst du? Normalerweise kriege ich ja immer dann Info. Habe ich das System leider nicht gefollowt. Ist nicht gefollowt, ne. Naja, kriegen wir trotzdem hin, dir so einen goldenen Award zu produzieren. Müssen wir mal schauen, wie wir den nach Denver schaffen dann. Aber das kriegen wir schon. Genau. Hin. Jo. Nice. Das war so die Geschichte. Also dann aber was hast du umgesetzt? Also was hast du, quasi deine Seminare hast du so gecuttet oder geändert, dass es so online stattfindet? Ja, also nichts. Also so eine Frage habe ich jetzt mal hier für die ganzen Leute, die hier zuschauen. Die Amerikaner sagen ja immer so, sie sind die besten Verkäufer, ne? Ja. Und sie haben die geilsten Sales Tactics und so. Wie ist denn das? Du hast jetzt unsere, du kennst das Amerikanische, du kennst es unsere also, Vorgehensweise. Was denkst du ist besser? Ist einfach viel systematisierter hier. Und die Amerikaner machen nicht ein so, sag ich mal, waterproof oder einfach so ein nicht löcheriges, ich weiß nicht, wie man das sagt. Es hat einfach keine Löcher. Es ist schlüssig.
ja, nicht so ein schlüssiges, genau, nicht so ein komplettes System, so Qualifizierung System, so und dann das Closing und dann halt der Goldstandard. Wenn ich da, das kennt da gar niemand. Die machen, ja, die füllen da irgendwas aus und dann rufen wir die an, dann versuchen wir die zu closen, aber dann war der andere Ding nicht dabei oder so, oder der hat beim Formular gelügt. Und ich so, ja, also, ja, ja, no shit, oder? Dass das passiert. Deswegen muss der ja vorqualifiziert werden mit einem Setter. Ja. Also, wie so, was? Nö, so. Also, ja, es ist total, es ist so mehr. Lust. Ja, ja, voll. Nice. Also, das heißt, da konnten wir dir auch nochmal viel mitgeben an der Stelle. Ja, ja, wir, weil davor haben wir auch immer so Closings gemacht und auch die meine Closer waren immer so, man, ey, wenn der jetzt, dann gehe ich da hin und dann hat er keine Kohle und ich habe jetzt für eine ganze Stunde mit dem gelabert und am Schluss, ja, ich habe $500. Und das waren so, also Situationen, wo unqualifizierte Anfragen gehabt. Man muss ja auch den Schmerz zuerst kreieren, weil man kann ja nicht nach dem Geld davor fragen, also irgendwie hat es einfach... Ich wusste nicht, wie das anders gemacht werden könnte. Also quasi die falschen Leads falsch bearbeitet und... Ja, oder einfach sofort irgendwie zum Closing-Gespräch. Und dann ja, hat das von einem Closer einfach die Zeit weggenommen, macht auch gar keinen Sinn. Ja. Das heißt, ihr habt quasi unsere Strategien umgesetzt, hattet dann weniger Termine, die jetzt irgendwie sinnlos waren. Also weniger Arbeit eigentlich, aber mehr Umsatz. Ja, genau. Und halt das Filtrieren kann halt von der Person gemacht werden, die jetzt nicht so viel bezahlt wird. Also ein Setter, der ist ja nicht auf Kommission, der kann ja auch gut bezahlt werden, aber jetzt nicht wie ein Closer, der ist ja nicht auf Commission. Und der filtriert halt durch die ganzen Leads durch, sodass der Closer eigentlich seine Zeit maximalisiert hat. Ja. Was waren so deine größten Learnings aus unserem Training? Wo du sagen würdest, hey, das war echt krass für mich jetzt. Definitiv. Wahrscheinlich persönlich so. Ja, also wir hatten, wo Andreas so gesagt hat, von wegen so Premium-Positionierung und wieso das Sinn macht und wie das geht. Ich habe das immer schon eigentlich so gemacht, auf eine gewisse Art und Weise, aber dann das einfach nochmal so auf ein nächstes Level eigentlich so genommen und hoffentlich auch verstanden. Und dass auch Preise eigentlich nie nur an, sag ich mal, dem Service oder dem Wert des Produkts eigentlich, der Preis ist, so macht man den Preis eigentlich nicht. Man fragt sich nicht, okay, was ist einfach jetzt der objektive Wert von so einem Produkt oder Service, aber man fragt sich, okay, wie viel ist es einer Person wert, den Schmerz zu lösen mit diesem Produkt oder mit diesem Service? Mhm. Und für verschiedene Leute ist es ein anderer Betrag. Also für jemanden ein Problem zu lösen, kann $500 wert sein und für eine andere Person das gleiche Problem zu lösen, weil sie in einer anderen Welt lebt, weil sie einfach viel mehr Investmentpotenzial hat, ist es halt 20.000 wert oder 100.000. Mhm. Und auch einfach so, also ich dachte immer, wow, wir nehmen schon $10.000, das ist ja mega krass. Ja, aber jetzt ist so das Minimum, das wir eigentlich machen, ist so 30.000. Also es ist quasi so ein Start für $30.000. Genau. Ja. Nice. Also konnte eure Preise auch verdreifachen dann im Prinzip. Aber ja, warte mal, easy. 10 war schon das höchste da, also nochmal mehr als verdreifacht. Ne? Ja. Nice. Also sehr, sehr coole Resultate, wie du gesehen hast. Das ging auch sehr schnell, jetzt Juni letztes Jahr, also jetzt knapp über ein Jahr, ne? Jo, und ich meine, es war auch, also 14, ich habe auch alles in die USA, also dass ich da auch dann, sag ich mal, langfristig lebe und so. Und das hat auch, also... Also bist parallel noch umgezogen? Ja, ja. Also Kontinente gewechselt, das ist auch nicht einfach so, whatever. Muss auch alles... Ja, muss man ein bisschen... Auch muss man auch ein bisschen Italy vorbereiten. Ein bisschen was muss man organisieren. Ne? ja, nice. Sehr geil. Wie kann man dich finden, wenn man sagt, hey, sympathischer Typ, will ich mal mehr anschauen? Ich würde mal sagen, einfach Instagram. Valentino St. Levine. Wir haben noch eine Webseite, stlevine.com. Blenden wir auch jetzt hier ein. Aber einfach auf Instagram, man kann sich auch anschreiben, wenn man irgendwelche Fragen hat. Aber wirklich das Wertvollste, glaube ich mal, an dem Training war, dass man einfach kontinuierlich, wenn irgendwas unklar war, einfach sofort zur Quelle gehen konnte und seine Frage spezifisch beantworten gehabt hat von einem Sales-Prof, also jemand, der mit in Sales super gut ist, in Organisation, irgendwie strategisch mit Andreas. Und dass es einfach so viele Opportunities gibt, seine
Fragen beantwortet zu kriegen. Ja, und das gibt es sonst nirgends. Wenn du irgendwie ein Seminar machst, dann macht ihr so ein generelles Dings, oder? Ja. Der, wo du dann, oh, irgendwie komme ich da was raus, kriege ich da vielleicht was raus. Und dann ist da kein Seminar für 6 Monate oder 3 Monate oder wie auch immer. Aber hier einfach kontinuierlich, egal wann, irgendwie noch schnell um 2 Uhr morgens, hey, das einfach in die WhatsApp-Gruppe und dann am nächsten Tag ist es beantwortet. Mhm. Nice. 2 Uhr morgens in Amerika da. Auf jeden Fall, wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn du selber Coach bist, ja, und auch selber schon erfolgreich, du hast ja schon, ich glaube, 20.000, 30.000 Dollar hast du immer gemacht im Monat, ne, damals schon, als du zu uns gekommen bist. Oder auch mehr, aber ja. Auch mehr sogar, ja. Also wenn du schon ein gut laufendes Business hast, trotzdem können wir dir weiterhelfen. Wir können dafür sorgen, dass du A, erstmal weniger Arbeit hast, vor allem im Vertriebsprozess, B, auch einen entspannteren Umgang hast, wenn du mit deinen Kunden arbeitest, zum Beispiel wie beim Valentino, ja, der damals, sage ich mal, immer viel 1:1 arbeiten musste, kein Gruppenformat hatte, dementsprechend wahrscheinlich auch einen vollen Kalender, ne? Viele Termine, die du wahrnehmen musstest, und das konntest du jetzt halt reduzieren. Und auch die ganzen Seminare in Person, da müssen die Leute anreisen, da müssen sie sich genau da frei nehmen, du musst da alles organisieren. Das die ganze Abstimmung entfällt ja dann auch, ne? Genau. Großteils. Und ja, und wenn du dann auch logischerweise den Umsatz steigern möchtest, ihr habt gehört, über 100.000 Dollar, wie viel waren es jetzt? 132.000 Dollar diesen Monat umgesetzt. Ja, das hört sich doch gut an, ne? Das sollte man mal abchecken auf www.andreasbaulig.de. Also jetzt eintragen auf www.andreasbaulig.de, wenn du ein Coaching-Business hast, wenn du ein Dienstleister bist und ja, einfach dein Geschäft weiter nach vorne bringen möchtest. Wir wollen dir helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus und euer Valentino. Danke, dass du angereist bist. Macht's gut. Dann. Ciao. Tschö.